Hallo, es geht weiter. Mit Monster on the Rise. Ich bin nicht alleine hier. Hallo. Hallo! Der Mars ist auch dabei. Wir spielen gegen Kuschaladaura. Ich habe ein neues Set mit dem Giftschwert und Schild. Ja? Von Ratian. Hier kurz die Fertigkeiten für die Leute, die es interessiert. Mit dem hier. Okay. Ja, wir kämpfen gegen Kuschala, weil Giftschwäche. Ja. Und ich meine, ein bisschen fies, dass man hier auch gleich die Giftmesser bekommt in der Box. Da bringt mir mein Giftschwert am Anfang nicht ganz so viel. Aber das ist ziemlich nice eigentlich. Puh. Er ist, glaube ich, schon vergiftet, ne? Ja, mit den Messern, die man in der Box hat, kann man direkt vergiften. Und, oh, ich habe eine ziemlich coole Wechselkunst mit Schwert und Schild. Oh, shit. Ja. Und ich muss noch ein bisschen damit rumtesten. Ist relativ neu für mich. Wo man keinen Schildbash hat, sondern den anderen. Okay. Und ist ziemlich cool. Ja, gut. Aber sonst ist halt jetzt Kuschala, warum nicht? Aber hey, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, ich dachte mir, warum nicht ein bisschen drüber reden? Bald ist, es ist gerade E3. Und irgendwann gibt es dann auch die schönen Präsentationen. Aber das stimmt. Wird vermutlich wieder viel neue coole Info geben. Und ich weiß nicht, hat Capcom auch eine Präsentation, ich glaube, oder? Bestimmt. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Jedenfalls frage ich mich, was wir da dann mitbekommen. Also du wirst wahrscheinlich Nintendo gucken, ne? Ja, ich werde mir alle anschauen. Also vielleicht zu spät. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich bin auch schon gespannt. Auf dem Spiel. Mal schauen, ob da mehr gezeigt wird. Okay, zu wem? Kena. Das ist so ein RPG-Spiel. Wie? Ich glaube, das wird ja Kena. Kena, okay. Sagt dir jetzt nichts, ne? Nö. Wie schreibt man das? Wolltest du die mal gucken? K-E-N-A. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ja, es sieht sehr interessant aus. Ich bin mal gespannt, also ob da mal mehr gezeigt wird oder so. Aber es sieht schon sehr gut aus. Doch. Ich bin optimistisch. Ui, okay. Ja, ja. Ich habe eigentlich noch gar keine Erwartungen. Oder ich weiß nicht wirklich, was. Ja, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, so ein paar Sachen, wo ich mich freuen würde. Wäre einmal, das wäre dir vermutlich egal, aber egal. Ist Fire Emblem. Ja. Finde ich cool. Und ein paar vielleicht mal Infos zum neuen Metroid Prime. Das ist mir auch. Und eine Sache, die ich super nice fand, ist ein neues Pikmin. Oder ein Luigi's Mansion wäre auch nice. Ja, ich glaube nicht, dass es schon wieder ein neues ist. Nee. Ja. Ich glaube nicht. Luigi's Mansion wird nicht nochmal. Die haben ja erst das Dreier für die Switch rausgeholt. Naja, was heißt erst? Das ist jetzt auch schon eine Weile, ja. Ja, ich glaube nicht, dass. Ja, also mich würde es auf jeden Fall freuen. Ja, klar. Oh, eine Sache, die mega geil wäre, aber niemals. endlich mal GameCube-Spiele auf der Switch. Das wäre super nice. Oh ja. Das würde ich auch feiern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube daran nicht. Also, ja, ich glaube auch nicht dran. Also, ich glaube, da gibt es irgendwelche anderen Probleme. Oder es gibt irgendwelche Probleme, warum es nicht allgemein nicht geht. Wer weiß. Darum machen die das nicht. Keine Ahnung. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Warum haben die das sonst? Ja, richtig. Die haben ja auch Super Mario 64 und diese 3D Collection haben sie ja auch für die Switch rausgebracht. Ne? Deswegen. Ich weiß nicht. Also. Ich würde es feiern, weil gerade diese N64-Spiele, so wie Mario Party, könnte man dann auf die Switch online spielen und. Also, es wäre super. Huch, du kannst Dinges reiten? Ja, ich bin dabei. Hast du den nicht gerade geritten? Nein. Hä? Ich habe den Kusha Daora geritten. Ach so. Okay. Das erklärt einiges.
Ja, aber ich find's cool. Ich meine, sie könnten so viel draus machen. Also ich bin gespannt, ob die N64. Weil stell dir mal vor, die N64-Spiele könnte man dann online spielen, so wie Mario Party und ja, gut. Ich, super, das ist. Es wäre einfach super gut und ich glaube, es würden auch sich viele darüber freuen. Es wäre mal wieder ein Anfang. Aktuell läuft es ja nicht so wirklich mit den Online. Also, es ist, also ich meine, die machen gerade viele Sachen, die. Ja, aber jetzt also nicht so, jetzt, wo die Leute sagen, wir Hype oder so, das ist. Also, ich meine, ja gut, Leute sind momentan eh schwer zu hypen. Erstmal abgesehen davon, es kommt gerade in letzter Zeit, also jetzt auch auf einmal so ein random Mario Party Update mit Online und so, das. Ja, woher kommt das denn auf einmal? Sie machen gerade irgendwelche Online-Sachen. Jedenfalls interessant. Mal schauen, was sie so vorhaben. Wir haben auch schon davor, nicht in der Aufnahme, kurz die Idee gehabt, vielleicht haben sie ja Mario Party online gemacht, weil sie planen, ein neues Mario Party rauszuhauen und dann eben... Das kann ich mir vorstellen, ja. Und dann eben das gerade testen, wie das so läuft, online mit Mario Party. Genau. Das kann sehr gut sein. Also ich könnte mir das vorstellen. Ich auch. Also ich würde mich freuen, ja. Ja, also so ein Mario Party, so am besten so ein Mario Party in so eine Collector Edition von den alten, weißt du? Ja, das glaube ich weniger. Aber ja, mal schauen. Es wäre schon cool. Ja, das Problem, also ich würde es mir vermutlich nicht mehr holen, das Mario Party, außer das ist wirklich so Oldschool-Style, aber ich glaube, es kommt kein Oldschool-Style mehr und das macht mich traurig. Ja. Egal. Oh je, kann ich das blocken? Ich habe gerade letzte Sekunde den Block weggemacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass es, wenn ich's block, ziemlich scheiße ist, weil ich dann die ganze Zeit block und Schaden bekomme im Block. Und fast sterbe daran. Egal. E3, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Capcom, E3, mal schauen, ob Monster-Infos kommen. Nintendo wird natürlich interessant. Also ich glaube eher nicht. Also so, wie ich das so sehe. Ich glaube, dass sie sich eher auf das neue Monster Hunter vorbereiten. Das ist eine. Nee. Das ist. Ja, weil du. Also du glaubst. Capcom ist nicht nur Monster Hunter. Capcom hat eine Menge große Sachen. Die werden. Wenn sie Infos haben, werden sie Infos in der E3 zeigen. Das ist ja nicht nur Monster Hunter, die haben ja, was weiß ich, Mega Man, Resident Evil, was weiß ich. Ah, stimmt, ja. Ist das neue, wie hieß das jetzt noch? Auch von Capcom? Life is Strange ist das nicht von Capcom, ne? Keine Ahnung. Das ist von Square Enix, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Das ist ein Spiel, das mich tatsächlich wenig interessiert. Aber, ja. Aber weißt du, worauf ich noch gespannt bin? Mhm. Auf das neue Halo. Halo? Okay. Ja, es soll noch ein neues, das ist ja auch gar nicht auf dem neuesten Stand schon, ne? Nochmal das was? Das neue Halo? Du bist gar nicht auf dem neuesten Stand. Nee, ja, das stimmt. Ja. Hey, läuft es dann auch auf PC oder was? Ja, ich gehe von aus, oder? Ich weiß nicht, früher waren die Halo-Spiele nur auf Xbox. Oh. Ja, aber... Ja, also Halo, wenn es auf PC kommt, ich würde es mir tatsächlich überlegen. Ich habe früher als Kind, habe ich nämlich auf der Original-Xbox... Ach, ich werde gerade die ganze Zeit erwischt, weil ich dumm bin. Ja, ich habe früher auf der Original-Xbox... viel Halo gespielt, Halo 1 und 2 und halt auf der 360 von einem Kumpel haben wir auch ganz viel Halo 3 gespielt und ODST. Von dem her, ich würde mich freuen, mal wieder ein Halo-Spiel zu spielen, einfach mal um zu schauen, wie die so mittlerweile sind. Ich hätte da nichts dagegen. Ach, nicht schon wieder, Mann, wie oft willst du doch den Scheiß-Angriff machen? Aber ich glaube, dieses Kena-Spiel ist echt was für dich, also... So wie das aufgebaut ist oder so, das glaube ich. Ja, das muss ich mir jetzt anschauen. Weiß nicht. Ja. Ansonsten, was gibt's, kommt noch so? Ich weiß nicht. Also Nintendo von Nintendo, weiß ich nicht, was ich da erwarten sollte. Also ich glaube, so ein Mario Odyssey 2, nur mit Luigi, würde ich mich mega drüber freuen. Das ist jetzt sehr spezifisch. Also ein 3D Mario, okay? Ja, so ein Odyssey 2, weißt du, nur mit Luigi. Ich würde mich allgemein einfach über ein 3D Mario Spiel freuen, weil die bisher immer recht solide waren. Aber weißt du, worauf ich noch mich freuen würde? Ha? Auf ein Donkey Kong.
Ja, also. Das kann man auch schon nicht mehr. Wäre bestimmt cool. Ich sollte mal einen Donkey Kong spielen, ich habe noch nie eins gespielt. Noch gar nicht? Bei einem Kumpel mal eingespielt einmal, aber sonst nicht, nein. Es, ja. Boah, Mann! Aber du hast doch die alten Donkey Kong-Spiele auch gespielt, oder nicht? Nein. Ja, ich habe es jetzt nur geschafft durch Terminus. Also ansonsten... Ich habe als Kind eher auf Handheld gespielt und die Heimkonsole, die ich als erstes so hatte, war die GameCube. Ja. Und die Donkey Kong-Spiele, ist es nicht Nintendo 64 und irgendwas anderes? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, wo sind die Donkey Kong-Spiele drauf? Oder weißt du, was ich noch mich freuen würde? Hm? Da Zelda ja ihr Jubiläum hat. Ich will Bot 2 Infos. Sag, was macht der denn? Okay, mein Hunter ist retarded. Was willst du für Infos? Ich will zu Breath of the Wild 2 endlich mal. Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das könnte natürlich auch. Aber was ist mit ein Remake? Schon. Von welchem denn? Ja, von Twilight Princess zum Beispiel. Schon wieder? Ja, also ich will mich auf jeden Fall freuen über Wind Waker. Das schon wieder? Also ich meine, ja, schon. Aber Majora's Mask würde ich mich überhaupt nicht freuen. Also, dann sollen sie auch Ocarina of Time. Ich meine, ja gut, ich meine, das ist ein Du-Problem, sag ich mal. Ja. Ich Problem, genau, das ist es. Also, ja, damit hast nur du ein Problem. Remake, wenn wir vermutlich, ganz ehrlich, ziemlich Wuppe von einem Zelda-Spiel, weil die ganzen Zelda-Spieler letzter Zeit extrem viele Remakes eh schon bekommen haben. Also Wind Waker hat ein Remake, Twilight Princess hat ein Remake. Weil Village Cap nochmal auf die Switch kommen würde mit verbesserten Dings, weißt du, was ich meine? Ich meine, das wäre tatsächlich so eine Idee, weil Link's Awakening war das, glaube ich, wo ja ein neues Ding bekommen auch. Hat. Richtig. Von dem her kann ich mir das sogar vorstellen. Von der Art und Weise, Alter, ey, ich würde es mir gönnen. Also ja, muss man sehen, aber wäre eine Idee. Ich will zu Breath of the Wild 2 Infos. Ja, schon wäre schwer zu begeistern, also das ist unglaublich. Nee, was will ich mit einem Remake, wenn ich ein ganzes neues Spiel haben kann? Shit. Die Spiele, die kann ich auch so spielen. Ja, aber wenn du ganz neues Breath of the Wild 2... Ah, ich weiß. Ich war nicht so begeistert von Breath of the Wild. Ich muss, Ja, aber genau, weil es gibt zwei Probleme, die ich bei Breath of the Wild sehe. Problem 1, es gibt keine Oldschool Dungeons, die waren immer super cool. Problem 2, die Musik, man kriegt die fast nie mit, die brauchen mehr Musik, wie in den alten Zelda-Spielen, wo überall eine richtig coole, ikonische Musik ist, die jedem gefällt. Und sonst, denke ich mal, ich weiß nicht, hättest du sonst noch ein Problem gehabt mit Breath of the Wild, außer die zwei Sachen? Ich weiß nicht, ich fand's... Also, die Open World, die war eigentlich ganz gut gemacht oder so, aber zum Beispiel die Waffen, die gingen viel zu schnell kaputt. Das war so ein Ding, was mich irgendwann auch ein bisschen gestört hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ich möchte eine Waffe haben, wo die nicht kaputt geht, sondern ich den hab und dann, weißt du, ich fand die Welt schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Idee auch gut, aber ich war so ein bisschen, irgendwann hat es mich irgendwann gestört, dass ich da irgendwie in diesem Dungeon war und meine Waffe ging kaputt und ich hatte keine Waffen mehr. Ja, doch, das ist auch so eine Sache, die könnte man vielleicht noch ändern, dass man irgendwie es hinbekommt, dass Waffen nicht so schnell kaputt gehen. Aber sonst fand ich es echt ziemlich nice. Schau mal, wie Breath of the Wild 2 das macht, so oder so, fertig mit der Folge. Ja. Das war jetzt, ja, in 14 Minuten kann man nicht super viel darüber sagen. Aber hey, mal schauen. Ja, richtig, ich wusste ja auch nicht, wie weit wir darüber reden können, weil ich weiß ja nicht, wie lange der Part so, weißt du? Ne, passt schon. Ich werde mir das eine Spiel anschauen, das du mir gesagt hast. Ja, schau dir das mal an. Und dann gib mir mal Info. Info. Okay. Also ich sag jetzt aktuell, ist es, was du schauen willst. Okay, ja, schauen wir mal. Sollte ich recht haben, schaut im nächsten Mal wieder vorbei. Discord haben wir in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, schaut bei Marcy Gamer vorbei auf YouTube. Und Twitch oder was weiß ich. Vermutlich eher auf YouTube momentan. Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ciao. Haut rein. Ciao.